Moin und herzlich willkommen im wohlverdienten Sonntag. Mein Name ist Ina Tenz und ich arbeite im Audio- und PR-Bereich und bin außerdem Podcasterin. Und demnächst, das darf ich an dieser Stelle erwähnen, starten wir, also das Abendblatt, Marcel Becker und ich, ein gemeinsames, tierisch gutes Podcast-Projekt. Aber das dauert noch ein bisschen und deshalb erst einmal für heute gute Unterhaltung. Hier ist Episode 131. Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt. Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Sonntag. Und danke an Ina, bin natürlich auch sehr gespannt auf unser neues und gemeinsames Abendblatt-Projekt. Aber jetzt erstmal zu heute. Die wichtigste Info vorneweg. Für alle Lars Haider-Fans ist das ein harter Tag. Denn Lars ist immer noch im Urlaub. Diese Episode ist also eine Lars-freie Zone. Dafür aber, wie schon am letzten Sonntag, ist Christoph Schwennicke dabei. Politikchef und Mitglied in der Chefredaktion bei T-Online. Christoph ist nämlich von Lars sozusagen ein Partner in Crime. Die beiden haben jeden Samstag im Abendblatt eine gemeinsame Rubrik. Und da bietet sich die Staffelweitergabe während des Urlaubs natürlich an. Wir haben für heute die wichtigsten Aussagen, die wichtigsten O-Töne der Woche rausgesucht, die wir uns jetzt gemeinsam, also Sie, liebe Podcast-Freunde Christoph und ich, die wir uns jetzt gemeinsam vornehmen wollen. Und da ist so einiges an Zündstoff dabei. Ist jedenfalls meine Vermutung. Vielleicht aber auch alles ganz harmlos. Schauen wir mal. Wir starten jetzt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Christoph. Ja, hallo Marcel, grüß dich. Schön, wieder dabei zu sein. Ja, freut mich auch. Ich sag dir noch mal ganz kurz und auch unseren Hörern, was ich so ein bisschen hier mal auf den Tisch gepackt habe, damit jeder weiß, was auf ihn zukommt. Einmal wollte ich darüber reden, Olaf Scholz ist seit dieser Woche unser Kanzler frisch auf TikTok. Dann Markus Söder hatte einen Auftritt bei Frau Maischberger in der Sendung. Und ich glaube danach, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch noch einen speziellen Kommentar geschrieben. Also da haben wir was zu besprechen, Markus Söder. Dann natürlich Mario Vogt von der CDU und Björn Höcke AfD am Donnerstagabend im Duell bei den Kollegen von Welt TV. Und, finde ich zumindest, ein herausragendes, wichtiges Ereignis in dieser Woche. Mal sehen, was du dazu sagst. Der Auftritt von Innenministerin Nancy Faeser. Stichwort Ausländerkriminalität. Also zu allem werden wir was hören. Und Christoph, die wichtigste Frage ist, wir beide haben noch ein bisschen Zeit jetzt, oder? Korrekt? Ja, das ist ein strammes Programm, da brauchen wir auch ein bisschen Zeit dafür. Und unsere Hörer haben die Zeit hoffentlich auch, aber Christoph, das Schöne an Podcast ist ja, du kannst auch einfach eine Pause machen und das zum anderen Zeitpunkt weiterhören. Wir beide müssen jetzt allerdings am Ball bleiben, sozusagen. Von der Brisanz der Ausschnitte würde ich sagen, wir steigern uns so nach und nach. Wir fangen eher harmlos an. Bist du einverstanden? Na dann, leg mal los. Als erstes hören wir den Bundeskanzler über seine Aktentasche sprechen, hier bei TikTok, ganz neu. Das ist meine Aktentasche, die habe ich schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte. Und da drin sind natürlich, das wundert jetzt keinen, Akten. Sowas ist da in großer Menge vorhanden. Zum Beispiel die. Die muss ich alle noch lesen. Dann brauche ich natürlich noch eine Brille, weil beim Lesen nehme ich die zur Unterstützung. Und dann finden sich noch viele andere Dinge, zum Beispiel sowas. Christoph, wie findest du den Kanzler bei TikTok? Ja, also ein Alleinunterhalter oder Kabarettist wird aus ihm, glaube ich, nicht mehr. Das ist vielleicht auch nicht nötig als Bundeskanzler. Und wie ich gelernt habe, ich bin da nicht so unterwegs, aber unsere Tochter ist da unterwegs, soll TikTok ja vor allem lustig sein, ja, immer schön lustig. Das war jetzt, sagen wir mal, weitgehend humorfrei, was er da zu seiner Aktentasche zu sagen hatte. Aber dadurch irgendwie auch schon wieder amüsant, ja, also da schaut mal her, das ist eine Aktentasche, wenig verwunderlich sind da Akten drin und auch noch eine Brille, weil ich da eine Brille zum Lesen brauche. Ja, ja, okay, gut, danke. Christoph, ich fand, als ich gehört habe, der Kanzler ist bei TikTok und ich gehört habe, das ist dann natürlich logischerweise Olaf Scholz, habe ich gedacht, oh Gott, das wird doch ganz furchtbar. Ich fand es am Ende nicht ganz so schlimm, ich glaube, es ist doch vielleicht, aber es ist jetzt eine steile These möglicherweise, auch eine ganz gute Sache, egal ob es jetzt herausragend ist oder nur so lala, dass man dieses Feld Social Media im Bereich der Politik nicht ausschließlich der AfD überlässt. Ja, das war auch, glaube ich, der Impuls, warum das Bundeskanzleramt gesagt hat, wir müssen da rein.
Auch andere überlegen sich da ja jetzt zu sagen, wir können das nicht, das, dieses Feld nicht der AfD überlassen. Dieser Gedanke ist richtig. Man kann sich die sozialen Netzwerke nicht aussuchen, auf denen halt die Leute unterwegs sind. Es gibt bei TikTok natürlich ein Spezialproblem. Also das ist ja in Wahrheit eine chinesische Spionagesoftware. Und die saugt alles ab, was du da rein stellst sowieso, aber dein gesamtes Gerät eben auch und was damit verbunden ist. Das heißt, man muss sich das jetzt so vorstellen, dass das Kanzleramt da irgendein Prepaid-Handy von einem Discounter sich besorgt hat, um darüber dann diese Sachen zu machen, weil du kannst es wirklich, also da ist dann auch Schluss mit lustig. Ja. Du kannst nicht sozusagen das offizielle Netzwerk der Bundesregierung in Kontakt bringen mit TikTok, dann ist alles an Geheimnissen abgesaugt, was dort zu bekommen ist. Das ist dann auch die zweischneidige Sache daran. Einerseits, du hast es vielleicht verfolgt, in den USA wird ja sogar versucht, TikTok zu enteignen letzten Endes. Also zu sagen, ihr dürft hier nur weiterbleiben, wenn es hier jemand anderem gehört. Und im Prinzip müsste diese Debatte bei uns auch geführt werden. Wie soll das eigentlich weitergehen? Das ist eigentlich nur eine Übergangslösung, dass man sagt, ich gehe jetzt mal schnell zu einem Billiganbieter und hole mir ein Handy mit Prepaid-Karte, damit ich als Bundeskanzler da TikToken kann. Also das ist schon jenseits von lustig, hat es eine ganz, ganz tiefe politische Dimension, dieses Thema TikTok. Kommen wir zu Markus Söder. Kommen wir zu Sandra Maischberger. Sie zeigte sich ziemlich überrascht von dem Verbot des Genderns in Bayern, also für bayerische staatliche Behörden und damit auch in Schulen und Hochschulen. Ich sage in Anführungszeichen, sie zeigte sich überrascht, weil sie da natürlich einen Plan verfolgte. Sie kommt nämlich über diesen Weg auf ihre Frage. Markus Söder wettert doch immer so gegen die Grünen und ihre angebliche Verbotspolitik und jetzt macht er das selbst, also ein Verbot. Gibt es etwa auch gute Verbote, war ihre Frage. Mord und Totschlag wird verboten. Und das Gendern auch. Ja. Aber ganz aus ganz einem anderen Grund. Wir sind übrigens nicht das erste Bundesland, das es macht. Das wissen Sie, machen andere auch. Sogar das schwarz-grüne Schleswig-Holstein, ja, macht es und so. Und zwar noch eine Nummer härter. Der Deutsche Rat für Rechtschreibung sagt uns, ist da nicht dafür. Das stimmt. Jeder kann das privat machen. Sie können mit Sternchen sprechen, auch in der Sendung. Kein Problem. Jeder kann sich verschlucken, wenn er das versucht. Alles super. Ich glaube aber, wenn wir ohnehin schon in Deutschland nach PISA-Tests das Ergebnis haben, dass es mit Deutschland und der Rechtssprache und dem Deutschland so gut funktioniert, dann fangen wir dann an, völlig absurde Regeln zu machen. Ich persönlich sage, privat soll jeder machen, was er will. Aber in den Amtsstuben und in der Schule, finde ich, hat es nichts zu suchen. So, und Sie haben da die Mehrheit, das ist ja Ihr Argument auch, Sie sagen, die deutliche Mehrheit der Menschen lehnt das ab und das stimmt. Die deutliche Mehrheit, ich gehöre übrigens dazu. Schon klar. Ja. Die deutliche Mehrheit der Menschen fordert ein Tempolimit. Kommt es dann auch? Mann, Sie haben heute tolle Bezüge. Danke, und das entscheidet ja die Bundesregierung. Interessanterweise haben die Grünen in der Bundesregierung noch nicht mal ein Tempolimit durchgesetzt. Ich wollte ja nur wissen, Thema ob Erfolge. Sie allen Mehrheiten folgen. In Bayern haben wir fast überall übrigens richtige Geschwindigkeit. Ja, okay. Aber bei Cannabis, da schließe ich mich ja also ganz, ganz vielen Menschen an, die ob Ärzte, ob Polizei, ob Justiz, Psychologen dringend davor warnen, eine Liberalisierung jetzt auf den Weg zu bringen, die weitreichendste überhaupt ist. Ich frage mich, wie Sie heute Ihren Kindern erklären wollen, nimm keine Drogen, wenn jetzt Cannabis kommt. Ich habe irgendwo gelesen, es wird von einigen Experten sagen, naja, wir werden in der Schule jetzt schon noch einige Schwächen haben. Nach PISA ist das ja die Superstrategie, dass wir sagen, jetzt werden wir noch schlechter. Dann wird diskutiert im Straßenverkehr, besser keine Grenzwerte. Sorry, das Ganze ist ein einziger Quatsch. Die Ampel soll die Wirtschaft in Schwung bringen, aber nicht das Land irgendwie ins Koma versetzen. Markus Söder, einfach rotzfrech, oder? Ja, also wir haben ja das letzte Mal über Gerhard Schröder gesprochen und da muss ich sagen, bei all den Vorbehalten, die man gegen Gerhard Schröder haben muss, ist ja immer der Reflex dazu sagen, naja, aber ein Typ ist er irgendwie schon. Das gilt auch für Markus Söder. Also bei allen, bei aller Kritik, die man an ihm üben muss, kann, soll, darf, es ist ein Typ und er haut immer mal einen raus. Das war auch das Markenzeichen eines Gerhard Schröder und das ist das Markenzeichen von Markus Söder. Ist ja auch vom Namen her schon lautmalerisch nicht so weit weg voneinander. Jetzt also er liefert. Der Mann liefert. Deswegen siehst du ihn auch relativ häufig im Fernsehen, in den Talkshows. Ich weiß von ihm persönlich, dass er
dass er diese Talkshows auch liebt, weil er die, den Reiz darin sieht, schnell, eloquent reagieren zu müssen. Also er mag diese Challenge, die ihm da, die sich ihm da bietet. Und er liefert ab da, ja, er performt da gut. Das kann man nicht anders sagen. Jenseits dessen, dass er ein fürchterlicher Wendehals ist und X-Positionen schon x-mal wieder verlassen und sich anders positioniert hat. Aber ein Typ ist er. Christoph, hat er da vielleicht eine neue Rolle gefunden? Seht her, ich bin zwar nicht Kanzler geworden, aber ihr da draußen sollt ruhig sehen, was ihr verpasst. Du hast ja bei euch, bei T-Online in diesem Zusammenhang, ich sag mal, eine Art Warnung ausgesprochen. Ja, in dieser besagten Maischberger-Sendung kam es noch zu einem anderen kleinen netten Scharmützel zwischen Maischberger und Söder, weil sie so süffisant sagte, sie sind ja nicht Kanzler oder noch nicht Kanzler. Und er dann sagte, ja, schade eigentlich, da war wieder dieses schnelle Reagieren und schlagfertig sein. Und dann kratzte er sich so kurz am Hinterkopf und sagte nochmal, schade eigentlich. Und ich würde sagen, das erste kann man noch als Effekt durchgehen lassen. Das zweite ganz sicher nicht mehr. Das ist dann schon Kalkül. Und es darf sich jeder, egal wer es wird, mein Tipp wäre Friedrich Merz, aber egal, jeder, der jetzt für die Union da als Kanzlerkandidat antritt, ich glaube, er ist sich darüber im Klaren, er wird es nicht sein, darf sich jetzt schon darauf freuen, wie Söder immer wieder zeigen wird, also eigentlich wäre ich der Bessere. Ja, Armin Laschet kann davon ein Lied singen. So, genau, wir haben ja schon einmal das erlebt und ich würde die Prognose wagen, das wird nochmal so sein. Es haben zwar viele auf ihn hinterher eingeredet, wie auf einen toten Gaul, bitte macht das nicht, er wird es wieder machen, da bin ich ziemlich sicher, er kann gar nicht anders, er kann nicht anders. Das ist, dieser Trieb ist irgendwie in ihm drin und es gehört auch einfach mit zu ihm, also wie hat Horst Seehofer, auch Leidtragender dieser Eigenschaft von Markus Söder, mal gesagt, er neigt zu Schmutzeleien. Das war das Wort von Horst Seehofer. Ja. Christoph, bisher waren wir eher im Bereich, naja, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen Folklore war es ja auch. Wir politische haben ja auch, Unterhaltung. Ja, genau, das ist sehr gut, sehr gut. Jetzt wird es aber schon etwas brenzliger. Am Donnerstagabend bei Welt TV das umstrittenste Duell überhaupt. Mario Vogt, der CDU-Spitzenmann in Thüringen, gegen Björn Höcke von der AfD. Den Mann, den ich ja laut Gericht auch einen Faschisten tatsächlich nennen darf. Was hast du gedacht, als du von diesem Duell zum ersten Mal gehört hast, im Vorfeld also? Naja, wie viele hat mich auch die Sorge umgetrieben, dass das ein großes Wagnis ist, weil du nicht weißt, ob er eingehegt werden kann, also eher Höcke, und ob Mario Vogt es im Kreuz hat, das zu tun. Jetzt im Lichte des Ereignisses und des Ergebnisses würde ich sagen, es hat ganz gut geklappt, denn entweder hat sich Herr Höcke an manchen Stellen selbst entlarvt oder Herr Vogt hat auch mal den ein oder anderen Treffer gesetzt. Insofern würde ich sagen, seine Argumentation, also Vogts Argumentation vorher zu sagen, nein, wir müssen genau das tun, wir müssen uns denen stellen und die stellen, ist gestern Abend aufgegangen. Tatsächlich, gestern. Also du fandst mal, also ich halte sie, ich sag mal, mein Eindruck von den ersten 20 bis 30 Minuten, da fand ich leider Björn Höcke ziemlich stark, auch in seinen Argumenten und in seiner Art und Weise, auch in der Gestik. Da fand ich Mario Vogt ziemlich verbissen und so ein bisschen abgelesen und auswendig gelernt. Andere hätten vielleicht gesagt, er war gut gebrieft. Aber als es dann um das Thema Nationalsozialismus ging, also da finde ich, da ging es für Björn Höcke nur noch steil bergab. Und wenn du einverstanden bist, würde ich gerne mal den Part vorspielen, glaube ich, der jetzt heute auch am meisten diskutiert wird. Also es war ein Themenkomplex, da wirkte er auf mich nervös, Björn Höcke. Unvorbereitet war ich auch ein bisschen überrascht und ich sag's auch mal, dumm und unerträglich. Also diesen Part, den ich meine, der kommt jetzt. Wir haben natürlich Ihr Buch auch in Auszügen gelesen und da ist uns aufgefallen, dass Sie zum Beispiel in Bezug auf die in Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Özus geschrieben haben, sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes. Aber dann distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch? Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts.
Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach 6 Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, Verlaub, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen gerne. Ich würde dann gerne... Sie noch mal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext dann mal nachlesen. Ich kann Ihnen nochmal. Die Position der AfD ist doch ganz klar. Es Nein. Geht, es, doch, es, Herr Göttl, es geht doch... Es, die doch, AfD es geht mir jetzt wirklich genau um diese Frage. Ob Sie immer noch finden, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat. Das ist eine legitime Frage, auf die ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Nochmal, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Es ist 1:1 korrekt, Seite 188. Sie sprechen wörtlich davon, dass die in Deutschland geborene Politikerin Frau Özos dieses Zitat in Deutschland nichts verloren hat. Welches Zitat? Das ist ein wörtliches Zitat. Sie können sich sicher sein, dass wir das... In welchem Kontext dieses Zitat steht, ist jetzt nicht klar. Okay, dann halte ich fest, Sie verweigern eine Antwort auf meine Frage. Nein, ich habe nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Ja, also, das war, erstens war es dann nachher ein bisschen durcheinander, aber das lag ja auch an Herrn Höcke, der Interviewer übrigens, Jan-Philipp Burkhardt, der hat schon sehr intensiv danach gefragt. Ich fand das einen lächerlichen Versuch, sich rauszureden von Björn Höcke. Ja, jetzt, wo ich das zum zweiten oder dritten Mal gehört habe, auch, also es ist natürlich hanebüchen, seine Ausflucht, von wegen weiß doch ich nicht mehr, was ich vor 6 Jahren geschrieben habe. Vielleicht hat er das Buch dann ja auch gar nicht selber geschrieben, deswegen weiß er nicht, was da drin steht, ist mir da durch den Kopf gegangen. Aber es ist auch, er bringt sich eigentlich an der Stelle ohne jede Not so in so eine hilflose Situation, denn also da hätte er eleganter rauskommen können. Entweder er sagt, das sehe ich heute etwas anders, oder er sagt, ja, wäre ich immer noch dafür. Aber das einfach so weg zu ignorieren oder zu sagen, was weiß denn ich, was ich vor 6 Jahren geschrieben habe, das ist nun die törichtste aller Ausflüchte, die einem in so einem Moment einfallen können. Und weißt du, was mir in dem Moment auch durch den Kopf ging? Die AfD schimpft ja vielleicht teilweise auch zu Recht über dieses sogenannte Politik-Establishment, dass das immer nur so mit Worthülsen und immer die gleichen Sprüche, bla bla bla, und sie wären ja angeblich so anders. Und jetzt macht er den gleichen Move, sich so billig aus der Affäre zu ziehen. Also er begibt sich genau auf das Niveau, finde ich, herab, was er immer kritisiert. Ja, und da gibt es ja im Moment auch diese Fälle von Schmiergeldvermutungen aus Russland an Politiker, die sich für die Europawahl kandidieren von der AfD. Und ich glaube, da zeigt sich das gleiche Muster, dass die Partei, die von sich sagt, wir sind anders als die Altparteien und die sind alle korrupt und wir sind es nicht, dass sich das als Lüge erweist. Also selbst wenn diese Schmiergeldzahlungen jetzt im Moment noch nicht bestätigt sind oder nicht endgültig bewiesen, ist aber klar, dass Teile dieser Bewerber ums Europaparlament Sprechpuppen von Putin sind. Und genau das wollten sie ja immer nicht sein. Sie haben immer zu anderen gesagt, ihr seid, was weiß ich, von mir aus Sprechpuppen der Amerikaner oder so. Und da beobachte ich gerade mit Interesse, dass es ja ein gewisses Abschmelzen gibt in den Umfragen. Und es könnte tatsächlich sein, aber in aller Vorsicht, dass zum ersten Mal in der Zusammenschau all dieser Vorgänge etwas anbrennt in der Teflonpfanne AfD. Und ich würde auch noch mal abschließend zu dem Komplex, zu diesem TV-Duell sagen, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut. Ich habe vorher gedacht, Mario Vogt, der ist größenwahnsinnig. Mhm. Es ist nicht zu der Katastrophe gekommen. Ich behaupte, es lag ein bisschen mehr an den Fehlern von Herrn Höcke. Aber sei es drum, Herr Vogt hat sich doch beachtlich geschlagen. Und man kann nicht sagen, dass das jetzt zum Schaden der Demokratie war, würde ich jetzt mal so deuten. Nein, das sehe ich auch so. Allerdings hat mich heute Morgen ein Gedanke beschlichen oder eine Befürchtung. Du hast natürlich jetzt hier am Ende eine Situation gehabt, in der 3 Leute einen angegangen sind, also 2 Moderatoren, eine Moderatorin, ein Moderator und Herr Vogt. Und wenn jemand jetzt, sagen wir mal, AfD-affin ist, dann kann man unterstellen, dass also Entkräftung von Argumenten nur bedingt zum Ziel führen kann, weil sie einfach sehr davon überzeugt sind, dass alle anderen grauenhaft sind. Und wenn jetzt sozusagen eine Dreifaltigkeit aus Politik und Presse
auf ihren Mann losgeht, dann könnte sich da möglicherweise auch so ein Gefühl einstellen, es war ja unerhört und der musste sich da alleine gegen alle verteidigen. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob es da nicht dann möglicherweise, obwohl es so ausgegangen ist, wie du beschrieben hast, so einen Solidarisierungseffekt auch geben kann. Ja, also im Hinblick darauf, dass du sagst, also ein AfD-Wähler, der wird hinterher nicht gesagt haben, ich will den jetzt nicht mehr. Ja, das ist wahrscheinlich so. Wir dürfen einen Fehler, glaube ich, nicht machen. Wir dürfen so ein Ereignis nicht nur durch die eigene Brille sehen, sondern müssen versuchen, kurz die Brille eines AfD-Wählers, einer AfD-affinen Wählerin aufzusetzen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Dann lass uns doch mal sagen, Scholz abgehakt, Söder und Höcke ebenfalls. Jetzt bleibt uns noch Nancy Faeser. Christoph, für alle Hörer, die diese Woche immer wieder gehört haben, und du hast das ja auch bei T-Online kommentiert und das Abendblatt war voll damit, kommen wir sicherlich gleich auch noch mal dazu in der Diskussion, die Ausländerkriminalität steigt. Für alle, die das vielleicht nicht so hundertprozentig verfolgt haben. Der Aufhänger für diese Zahlen, vielleicht kannst du das noch einmal kurz erklären, die da präsentiert wurden, und sie wurden ja von unserer Innenministerin präsentiert. Ich glaube, auf den Tag hat sie sich ja nicht gefreut. Nein, das ist immer der Tag der Wahrheit, wenn die polizeiliche Kriminalstatistik kommt. Und das war eben diese Woche der Fall. Und da kommen eben Wahrhaftigkeiten und Wahrheiten auf den Tisch, die manchmal nicht schön sind und politisch auch unliebsam sind. Und in dem Fall war es eben der klare Befund, dass die Ausländerkriminalität deutlich zugenommen hat und dass der Anteil der Tatverdächtigen jedenfalls wesentlich höher ist als der Anteil an der Gesamtbevölkerung dieser nichtdeutschen Tatverdächtigen. Und dann lass uns doch gleich mal den Anfang hören, weil das ging, finde ich, für die Verhältnisse von Nancy Faeser doch schon ziemlich, ich fand, das waren schon deutliche Worte. Deutschland ist weiterhin eins der sichersten Länder der Welt. Wir sind ein starker Rechtsstaat mit einer hervorragenden Polizei im Bund und in allen 16 Bundesländern. Ich möchte das am Anfang betonen. Gleichzeitig gibt es aber Entwicklungen, die wir deutlich benennen müssen. Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Es gibt mehr Ausländerkriminalität. Das ist, finde ich, doch erstmal, ich sag mal, so weit, so gut, oder? Ja, dass sie den Begriff auch in den Mund nimmt. Manche tun sich damit schon schwer und sagen, das ist schon nah dran an der Ausländerfeindlichkeit, finde ich schon mal couragiert und richtig, weil ich nicht zu denjenigen gehöre, die sagen, das darf man nicht thematisieren, weil dann das Wasser auf die Mühlen der Falschen gelenkt wird. Das Gegenteil ist für meinen Begriff der Fall, wenn man versucht, diesen Befund, diesen klaren Befund dieser Statistik irgendwie zu relativieren oder schönzureden, dann macht man einen Fehler. Man muss es benennen und auch sagen, was zu tun ist. Und das ist natürlich der Punkt, an dem Frau Faeser dann immer auf mich ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, hilflos wirkt. Mhm. Wenn sie dann immer die Stanzen bringt von wegen, das dulden wir nicht und dann wird eben auch schneller abgeschoben. Und der Staat lässt sich da nicht auf der Nase rumtanzen. Und all diese Stanzen, die dann kommen, Tatsache ist, dass es immer weiter passiert und diese Phrasen letztlich eben leere Phrasen bleiben. Ja, apropos Phrasen. Auch übrigens, wir erinnern uns, das hat in seiner eigenen Partei ihm ja auch zum Teil keine Freunde gebracht, dass der Bundeskanzler selbst in einem großen Spiegel-Interview kam dann auch auf die Titelseite, gesagt hat, wir müssen jetzt in großem Stil abschieben. Es ist bislang nicht passiert. Also da muss man einfach als Politiker und als Politikerin wie Sie vorsichtig sein mit großen Worten, weil wenn dann keine Taten folgen, entsteht Enttäuschung. Zum Thema Allgemeinplätze und Parolen, die wir schon immer gehört haben, ohne dass was passiert im richtigen Sinn. Dazu einmal dieser O-Ton. Ich will es sehr deutlich sagen, es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt. Hier gilt für mich ohne Wenn und Aber Null Toleranz. Null Toleranz bedeutet konsequentes Durchgreifen der Polizei und Null Toleranz bedeutet schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen. Null Toleranz, ja, hat sie ja erstmal recht, aber hat sie nicht auch ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ja, genau diese O-Töne meine ich. Also Null Toleranz und komischerweise gibt es diese Fälle dann doch. Also wenn Null Toleranz wäre, dann würde die Statistik ja so nicht aussehen. Das heißt, die Zahlen widersprechen den Parolen. Und das meine ich mit der Unglaubwürdigkeit, die dabei entsteht.
Und dann kam es ja zum schwierigsten Teil dieser Pressekonferenz, glaube ich auch für Frau Faeser. Es ging nämlich dann tatsächlich um die Zahlen der Ausländerkriminalität. Jetzt habe ich über gestiegene Gewalt und Jugendkriminalität gesprochen. Genauso deutlich müssen wir über die gestiegene Ausländerkriminalität reden. Ohne Scheu und ohne Ressentiments. Die Kriminalitätsstatistik zeigt einen erheblichen Anstieg. Bei Gewaltdelikten hat die Polizei im letzten Jahr 14,5% mehr nichtdeutsche Tatverdächtige registriert als im Vorjahr. Auch dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung und keinerlei Entschuldigung für die Gewalt. Und auch hier gilt der Grundsatz Null Toleranz. Das bedeutet bei ausländischen Tätern neben den unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bisher der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Christoph, darf ich? Ja. Ich formuliere das mal so. Hilfe, spricht da noch eine Politikerin der SPD? Da müssen wir gleich noch mal gesondert drauf eingehen. Erstmal sagt sie ja, also keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung für diesen Umstand. Stimmt, aber natürlich eine Erklärung. Und die Erklärung ist, dass eben sehr, sehr viele, vor allem junge Männer, seit 2015 ins Land gekommen sind. Und junge Männer sind per se, sagen wir mal, etwas gewaltbereiter als vielleicht andere Altersgruppen und auch Frauen. So, das kann niemand bestreiten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu diesem Wandel der Nancy Faeser. Nancy Faeser ist mal angetreten und wollte eigentlich das sehr liberale deutsche Asylrecht nach Europa tragen. Das Gegenteil ist jetzt in der abgelaufenen Woche passiert. Es ist in Europa ein wesentlich restriktiveres Asylrecht vom Parlament beschlossen worden, mit Asylzentren an den Außengrenzen. Und das ist interessant bei Frau Faeser, diese Wandlung. Und ich kann dir das auch nicht letztlich erklären, wie es dazu kam. Sie hat diese Wandlung in dieser Frage Asyl und Migration zu dem Zeitpunkt vorgenommen, als sie Spitzenkandidatin bei den Landtagswahlen in Hessen war. Da hätte ich gedacht, das ist diesem Umstand geschuldet. Aber sie ist seither auf diesem Kurs, sehr zum Leidwesen ja auch vieler in ihrer Partei. Aber warum sie das letztlich gemacht hat, weiß ich auch nicht. Wir können nur feststellen, dass sie eine komplette Kehrtwende in dieser Frage vollzogen hat. Ich meine, die Wende, vielleicht, ja, bitte. Ja, vielleicht ist es natürlich auch das Sein, bestimmteres Bewusstsein, hat mal jemand gesagt. Vielleicht ist es auch einfach das Dasein im Amt und die Konfrontation mit dem Thema und den Folgen, die sie dazu gebracht hat. Weil diese Hessenwahl, die du eben angesprochen hast, die hat sie ja nun krachend verloren. Da ist sie ja mit ähnlichen, ich sag mal, progressiven Thesen angetreten. Da hat sie ja auch nichts gebracht. Ja. Ich glaube, das ist jetzt aber schon eine Deutung, und da bin ich ganz vorsichtig, ich spreche das mit Anführungszeichen aus. Ich habe immer das Gefühl, sie spricht nicht aus Überzeugung. Ich weiß, was du meinst. Und natürlich, wer heute so redet und morgen so, wir hatten es bei Markus Söder vorhin schon davon, macht sich nicht glaubwürdiger. Ich finde es immer beeindruckend, wenn jemand einen Positionswechsel vollzieht und den auch erklärt. Den hat sie allerdings nie erklärt. Und deswegen bleibt das so, wie du sagst, es bleibt so, man hat nicht den Eindruck, dass es wirklich verinnerlicht ist und aus ihr herauskommt. Wenn ich eine Bemerkung noch loswerden darf, die Wahl in Hessen hat sie, glaube ich, vor allem deswegen verloren, weil sie gedacht hatte, ich kann mir meinen Sessel in Berlin schön warm halten und probiere halt da mal Ministerpräsidentin zu werden. Und wenn nicht, bleibe ich das, was ich bin, nämlich Bundesinnenministerin. Sowas kommt bei Wählerinnen und Wählern überhaupt nicht gut an. Da muss man sich richtig reinstürzen und sagen, okay, ich gehe das Risiko des Wagnisses ein, hier bin ich, wählt mich, wenn ihr möchtet. Weil du gerade die öffentliche Meinung ansprichst oder die Wähler auch. Sie trifft ja die aktuelle Stimmung, wenn wir uns die Umfrage angucken. Ja, also du sprichst ja mit jemandem, der dafür teilweise auch sehr stark kritisiert wurde, schon 2015 gleich gesagt zu haben, ich halte das für gar nicht mal so gut, was Frau Merkel da ja dann auch schnell als deutschen Alleingang hingelegt hat und immer gesagt hat, die Umverteilung kommt schon noch, sie kam nie, also unter den europäischen Nachbarstaaten in der Europäischen Union. Und ich bin eher erstaunt gewesen, dass es 9 Jahre gedauert hat, bis die Erkenntnis da ist, dass es so einfach schlicht und ergreifend nicht weitergehen kann. Aber diese Erkenntnis ist jetzt relativ breit da.
auch die Außenministerin, Frau Baerbock, hat ja zum Leidwesen ganz, ganz vieler in ihrer Partei diese restriktivere EU-Asylpolitik, Migrationspolitik jetzt auch für gut befunden. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich dann halt noch nicht bei allen angekommen. Oder aber sie wissen, dass sie sich ändern müssen, sind davon aber nicht überzeugt. In diese Kategorie würde ich ja Frau Faeser auch reinstecken. Ich wollte an der Stelle dir vielleicht noch eine Anekdote ist das falsche Wort dafür, aber eine Geschichte erzählen aus dem letzten Jahr. Wir hatten hier beim Abendblatt vor Weihnachten, genauer gesagt im November, eine repräsentative Umfrage veröffentlicht. Und dabei hatten wir die Frage gestellt, über die Frage können wir sofort eigentlich diskutieren, aber ich glaube, sie gibt einen ganz bestimmten Denkprozess wieder. Sollte es eine Obergrenze für Flüchtlinge in Hamburg geben? Das war damals das groß diskutierte Thema. Mhm. Und in dieser Umfrage kam Folgendes raus. Die Wähler der AfD und CDU haben bei dieser Frage überraschenderweise Ja gesagt. Keine Überraschung, ganz klar. Aber auch die Wähler, Achtung, der Grünen, der Linken und der SPD hier in Hamburg haben mehrheitlich Ja zur Obergrenze gesagt. Und wir haben das natürlich auch dann den Politikern dieser drei Parteien vorgestellt, diese eindeutigen Zahlen. Und sie waren gelinde gesagt fassungslos. Also als wenn sie nicht wissen, was da draußen passiert. Ja, das ist tatsächlich interessant. Hätte ich so auch nicht vermutet. Ich bin bei der Obergrenze immer so ein bisschen reserviert, weil es so tut, als könnte man bis zur Person X ist noch gut und ab eins drüber ist es nicht mehr gut. Das ist so ein bisschen schematisch, aber es steht da was dahinter. Genau. Und dahinter steht der Befund, auch wenn wir möchten, und das war ja übrigens auch mal der Satz, bevor sie dann ihre Kehrtwende gemacht hat, den Angela Merkel in dieser berühmten Begegnung mit dem Palästinenser Mädchen war es, da hat man es, glaube ich, noch zwischen junge Frau Rehm gesagt hat, wir würden gerne alle aufnehmen, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. So, das wissen inzwischen, glaube ich, mehr, als es 2015 gewusst haben und wissen wollten. Und wenn du dich an die Bilder 2015 erinnerst, mit der Ankunft auf dem Bahnhof in München und so weiter, das hat sich nun einfach erwiesen, dass die Kapazitäten begrenzt sind. Alle Kommunen stöhnen und in den Kommunen regieren auch Grüne mit und SPD sowieso. Und die kriegen natürlich das auch mit, dass es so nicht weitergehen kann. Aber in der Tat, dass in der Wählerschaft bei euch da in Hamburg auch in dem, sagen wir, im linken Spektrum des Parteiensystems die Obergrenze quasi akzeptiert und für gut befunden wird, ist tatsächlich überraschend, ja. Christoph, zum Schluss, und ich weiß, es gibt einfache und schnelle Lösungen, gibt es nicht, das hat ja auch jeder verstanden, aber trotzdem würde ich gern gerade von dir auch nochmal wissen, es ist ja ganz wichtig jetzt für das, was hier in diesem Land passiert, für die Stimmung, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, wenn du einen Punkt dir rauspicken könntest, ist sehr theoretisch, ich weiß, was sollte die Politik bei diesem Thema Ausländerkriminalität sofort angehen, auch im Hinblick darauf, dass es tatsächlich möglich wäre, in diesem Punkt was zu bewegen. Vielleicht eine unmögliche Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ja, es müsste tatsächlich sich als wahrhaftig erweisen, dass solche Straftäter dann auch sofort abgeschoben werden. Ich bin seit Jahren in Kontakt mit einer Frau in Offenburg im Badischen, deren Mann vor Jahren als Arzt, du hast den Fall vielleicht im Kopf, von einem Asylbewerber-Migranten erstochen wurde in seiner Praxis. Und sie leidet bis heute daran, dass es über 2 Jahre gebraucht hat oder sogar noch länger, bis er endgültig dann unter Zugabe von Geld abgeschoben wurde. Und ich glaube, dass da einfach der Nachweis erbracht werden muss von der Politik, dass da dann gehandelt wird. Das ist Punkt 1. Es betrifft die schon da sind und straffällig geworden sind. Es gibt ja auch ganz, ganz viele, die sich wunderbar hier integrieren und toll mitarbeiten und Steuern zahlen, ich weiß nicht was, aber die gibt es eben auch und da muss der Nachweis erbracht werden. Und dann tatsächlich, und das ist das fast Entscheidendere, muss dafür gesorgt werden, dass die irreguläre Migration so weit wie möglich begrenzt wird. Und deswegen sind diese Beschlüsse des Parlaments von der abgelaufenen Woche so eminent wichtig. Christoph, ich sage vielen Dank für heute. Tausend Dank übrigens auch für den letzten Sonntag. Da hatten wir beide ja, hatten wir vorhin erwähnt, über Gerhard Schröder getalkt. Eine der erfolgreichsten Episoden von den Abrufen her in der noch jungen Geschichte dieses Podcasts. Und wenn Lars mal wieder
etwa in den Urlaub geht. Wir dürfen dich wieder anheuern, Christoph. Sehr gerne, Marcel. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Unsinn erzählt. Grüß Lars bitte von mir und schöne Grüße nach Hamburg. Das mache ich. Episode 131, das war's. Schönen Sonntag noch für alle und bis morgen. Bye, bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.